Einsamkeit vorbeugen kannst du, indem du deine sozialen Kontakte pflegst, indem du auf gute soziale Kontakte achtest, also wirklich face-to-face mit deinen Freunden etwas unternimmst. Man sieht es ja oft, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Thema soziale Medien, also es ist mir schon oft aufgefallen, sowohl bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, dass man zusammen an einem Tisch hockt, aber jeder schaut ins Handy. Und dann kann man schon fragen, ja, wie sinnvoll ist jetzt der Austausch oder die Interaktion mit dem Handy, wenn man eigentlich reale Gesprächspartner gerade am Tisch hätte. Weil der soziale Austausch face-to-face ist sehr wertvoll für das psychische Wohlbefinden. Und darum möchte ich dir unbedingt raten, es beizubehalten und auf es zu achten.